Das ist King Kong FlyArk 100 mit blauen Sunny Sky 7800 kV Motoren und einer besseren CMOS Kamera, die leider immer noch keinen OSD Anzeiger hat. Also zeige ich hier, wie man die OSD Anzeige einbaut. Und wenn alles klappt, sieht die Anzeige wie hier aus. Diese wird über die zwei Knüppel konfiguriert. Für den Umbau benötigen wir ein Minim-OSD-Modul und ein FTDI-Adapter, der die seriellen Daten an USB weitergibt. Hier sieht man die 5 Kabel zwischen dem FTDI-Adapter und dem Modul. Zum Aufspielen der Firmware benötigen wir eine Arduino IDE-Software, die man aus dem Internet laden kann. Ich nutze hier die OSX-Version. Von der MWOSD-Homepage lade ich die letzten MWOSD-Sourcen, entpacke die ZIP-Datei und starte die MWOSD-INO-Datei. Zuerst leere ich den Speicher auf dem OSD-Modul. Also öffne ich EEPROM-Clear-Programm. Das Modul wird über den FTDI-Adapter per USB am PC angeschlossen. Die rechte kleine LED blinkt mit einer alten Firmware. Unter IDE stelle ich das Board Arduino Pro ein, wähle den Prozessor ATmega328P5V aus, wähle die Schnittstelle aus, in der das Modul eingeschlossen ist, und wähle den Programmer FTDI aus. Nun kann ich das kleine EEPROM-Löschenprogramm auf das Modul aufspielen. Die Datei wurde hochgeladen. Das Modul startet neu. Jetzt sollte die rechte LED dauerhaft leuchten und nicht mehr blinken. Das EEPROM ist jetzt leer ohne ein Programm. Jetzt prüfe ich unter config.h-Datei, ob das richtige OSD-Modul definiert ist, ob Betterfly als Firmware eingestellt ist und kann jetzt die Firmware kompilieren und auf das Modul hochladen. Beim Hochladen sieht man links auf dem FTDI-Adapter die zwei LEDs blinken. Nach dem Hochladen blinkt wieder die rechte LED am Modul. Nun ist die aktuelle Firmware auf dem OSD-Modul drauf. Jetzt benötigen wir eine Konfigurationssoftware für das OSD-Modul. Diese laden wir uns vom GitHub. Die neueste GUI R1.7 ist kostenpflichtig. Hier reicht aber die kostenlose Version R1.6, die ich weiter unten laden kann. Jetzt kann man die Konfiguration starten. Bei OS X klappt das aber nicht, weil die Software nicht zertifiziert ist. Also bin ich zu GitHub und habe nach einer Lösung gesucht und konnte eine richtige kompilierte Datei für OS X finden und diese bei mir installieren. Unter der Konfiguration können alle Grundeinstellungen für das OSD-Modul eingestellt werden. Das Wichtigste ist aber, PAL oder NTSC einzustellen. Alles andere kann man später direkt am Quadcopter einstellen. Um das OSD an den FlyArk anzuschließen, wird das gelbe Videokabel von der Kamera getrennt. Hier die genaue Verkabelung von dem OSD-Modul, der eine freie Schnittstelle am FC benötigt. Das gelbe Kabel von der Kamera geht zum OSD-Modul und das zweite gelbe Kabel geht raus zu dem Videosender. Am Flugcontroller ist die serielle Schnittstelle 2 frei, an die RX vom Modul an T2 und von TX zum R2 angeschlossen werden. Rotes Kabel ist die 5V Spannung und schwarz die Masse. Und so sieht der fertige FlyArk mit dem OSD-Modul aus. Ein RXSR EverSky Empfänger ist auch schon montiert. Der Videosender und das OSD-Modul sind mit doppelseitigem Klebeband verbunden. Mit dem OSD-Modul wiegt der King Kong 5 Gramm mehr und ist knapp 100 Gramm flugfertig. Um die OSD-Anzeige zu konfigurieren, wird der Gasknüppel in der Mitte positioniert und nach rechts bewegt und der rechte Knüppel schiebt man nach oben.
Bei den Einstellungen kann die OSD-Anzeige angepasst werden. Zusätzlich kann man auch so die PID-Werte vor dem Fliegen anpassen und speichern. Der King Kong Fly Egg ist ein toller kleiner FPV-Racer. Er fliegt sich ganz gemütlich mit 2 S-Lipo und wenn man den an 3 S-Lipo mit 450 mAh anschließt, macht das Fliegen dann so richtig Spaß. Wie die alte King Kong Serie ist auf der Fly Egg ein guter FPV-Racer. Schade nur, dass hier die OSD-Anzeige fehlt und kein D-Shot aktiviert ist. Nutzt man die serielle Schnittstelle für die OSD-Anzeige, so fehlt eine freie Schnittstelle, um D-Shot zu aktivieren, weil hier RX2 für Moto 1 und PPM für Moto 4 benötigt wären. Aber Multishot reicht vollkommen aus, so kann man mit dem FPV-Egg 100 tolle FPV-Flüge hinterlegen. Die CMOS-Kamera finde ich recht gut und der starke Videosender leistet genug, um ein fehlerfreies Video zu empfangen. Das aufgenommene Video wurde hier nur mit 2S geflogen, 3S ist um einiges schneller.